Und wir kommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinity. Ja, hier stehen geblieben, geht's ja auch weiter. Wovon hat der große Befreier die Niger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Frinkton, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Ah, na toll, Rassisten. Bisschen zur Truhe, optional Aufgaben stellen, nimmt sich da wertvolle Ressourcen zu finden. Optional, finde das Schloss zum Schlüssel. Okay. Was ist das hier? Fusion. Erhöht die Schild. Ach so. Also. Ich nehme mal Schild zuerst, ja. Perfekt. Heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringendst, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Also, das erste stimmt, das zweite bin ich mir nicht so sicher. Ja, so kann man auch einen Knopf drücken, ne? Faust drauf. Weiter geht's. Ich mag es nicht, dass es so düster ist hier. Ich mag es ganz gar nicht. Oh, das mag ich. Gesundheit, bla bla bla. Auch voll. Ach gut. Ich hoffe, wir bekommen bessere Sachen später hin. Was soll das jetzt? Okay. Damit kann ich jetzt nicht gerade viel anfangen. Ah, mit dem Geld. Ach nee, wollte ich nicht. Protecting our ways. Stuhl. Kann man nicht benutzen. Ist hier etwas? Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir 3 Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Okay,
Ich dachte, es wäre Schwert, Schlüssel und Schriftrolle. Bei ihm ist Schwert, Sack und Rabe. Kann man die Raben töten? Ich bin ein Tierfreund, ich müsste versuchen. Nö. Die haben Gottmund an. Warum tun ihr das? Ich will nur zurück zu meiner Familie. What the? Ach, der arme I. Gottmold, sag dich doch. Also, ein Rabenkult. Halte und lasse. Eine Sprengfalle? Eine Sprengfalle. Ich werde nicht noch einmal versagen! Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Ja, kann nur das sein. Gott. Egal, das haben wir jetzt mal weniger. Eine Sprengfalle. Wo war hier denn eine Sprengfalle? Bin ich blind? Ich hasse Sprengfallen. Ah, ich gehe hier rein. Sorry. Sind wir so klein? Ich persönlich nicht, aber trotzdem sind wir so klein. Wir sind ein Held, verdammt nochmal. Ach Gott. Hab ich den jetzt kaputt gemacht? Schade. Ausrüstung 8 Spitze. Okay. Neuhut brennender Heilige Schwede. Okay. Ach, die alte Rohrzange. Kann man nicht nehmen. Ich habe jetzt eine Ausrüstung, okay. Puh, ich habe nicht mehr Munition, nehme ich Pistole. Nachladen. Da hinten ist ein. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Geh zu Gondelstation. Und los! Und nochmal! Und landen auf dieser Position ohne Knochenbruch. Ja, so können wir es. Limonade, Salz. Also, wir sammeln hier gut Geld, Kleingeld. Noch kein Papier, das finde ich schade. Ah. Gesundheit. Plus. Dose. Mhm. Ohne magisch. Teilweise. Doch. Ohne magisch geht so. Aber naja. Bla bla bla. Welche Augenfarbe hat er? Blau. Nein, grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Okay, Miss, erinnern Sie sich an die Haarfarbe? Es war, rot und lockig.
Er sah aus wie ein Ire, fand ich. Ah! Ups. Es muss nicht so enden. Ach, das war hier. Hallo. Versteckt sich da einer? Headshot ins Knie. Ist es das, was du? Sollen das wir sein? Also. Au, au, au. Schön aktiviert. Also Pistole mag ich irgendwie. Eine gute Präzision. Ich ziele zwar nicht so gerne, aber hat so bessere Präzision als das Maschinengewehr überhaupt. Hallo. Ich frage mich, ob es hier auch so wieder die Regeln gibt, gut oder böse, schlecht oder nicht schlecht. Ja. Na, wie konnte ich das nur übersehen? Hä? Okay, jetzt bin ich desorientiert. Hier sind wir reingekommen. Da geht es... Ach, das war eine Zwischenstation. Mann, ey, wir können weit springen. Das würde ich nicht mal in... Traum... Oh, assassinated. Oh, oh. Leute, nicht vergessen. Zwischen die Beine schießen ist nicht gerade gut. Das nennt man keine Manier. Wenn man sich in die Beine schießt, dann Achtung, Eierschuss. Der Eierbeschuss. Oder Spiegelei. Kann man auch sagen. Okay, die schöne Stadt, wo alles lieb freundlich war, ist wohl Ade. Weiter. Ja, Bereich verlassen. Ladebildschirm. Monument Island. Okay, hier gibt es noch viel. Ich glaube, in diesem Part schauen wir nur hier um und kaufen was, bevor wir weitergehen. Ananas. Okay. Hier reinschauen. Interessant. Das Lamm. Oh, 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 oh. Oh, oh. Obidum bewacht Geheimnisse. Die Beherrschung liefert entflammten Geliebten. Krähen, Fallhilfe, Krähen. Wer wird das? Die Opfer von Krähen, Killerkrähen. Cool. Ach. Ich kann's. Ich muss kaufen. Wie viel kostet das? Mann. Okay. Blöd, dass man das nicht kaufen kann. Und hier? Maschinenmunition. Das brauche ich dringend. Voll. Ach, voll, sehr gut. Salz, nein. Voll. So. Also ich bin bereit für die nächste Runde. Also eigentlich nicht, aber ich muss wohl. Also hier verstecken und bis zur nächsten Folge von Bioshock Infinity. Bis dahin.